Was für einen heftigen Großangriff plant der FC Arsenal auf die Bundesliga? Und wieso eskaliert der Poker um Manu Koné jetzt komplett? Dazu mehr hier in unseren aktuellen Kick News. Nach 9 Jahren bei RB Leipzig zieht Emil Forsberg weiter. Der Schwede wechselt in die RB-Abteilung nach New York. Er hinterlässt eine große Lücke im Kader der Leipziger. Seine Rückennummer 10 wird in Zukunft nicht mehr vergeben. Große Fußstapfen, die es auszufüllen gilt. Mit Elif Elmas stellen die Sachsen jetzt den Thronerben der Club-Ikone vor. Der Mittelfeldspieler wechselt von der SSC Neapel nach Leipzig und erhält einen Vertrag bis 2028. Die Neapolitaner werden mit einer Ablösezahlung von 24 Millionen Euro entschädigt. Durch Boni kann die Summe noch um weitere Millionen ansteigen. In Süditalien war der Nordmazedonier zuletzt nicht mehr gesetzt. 2 Treffer in 11 Ligaspielen und 5 Kurzeinsätze in der Champions League ohne Torbeteiligung stehen zu Buche. Mehr ist in dieser Saison nicht herausgesprungen. Für RB will Elmas wieder eine wichtigere Rolle einnehmen. Und die Chancen dafür stehen nicht schlecht, denn Dani Olmo fällt aktuell verletzt aus. Und Forsberg tritt bald in der MLS gegen den Ball. Manu Koné ist nach seiner langen Verletzungsmisere endlich wieder in Form. Beim Team von Borussia Mönchengladbach gehört der Franzose zu den wenigen Lichtblicken in einer wechselhaften Saison. Der Leistungsträger könnte den Fohlen aber bald nicht mehr zur Verfügung stehen. Denn 2 italienische Clubs wollen Koné schon im Januar verpflichten. Im Poker um Koné leitet Juventus Turin jetzt konkrete Schritte ein. Einem Bericht der L'Equipe zufolge haben die Bianconeri dem Mittelfeldspieler ein Vertragsangebot vorgelegt. Eine Offerte an die Borussia steht bislang aber noch aus. Damit sich die Gladbacher an den Verhandlungstisch setzen, müssen mindestens 35 Millionen Euro geboten werden. Weil Konés Vertrag beim Bundesligisten noch 2,5 Jahre läuft, gibt es keinen Verkaufsdruck im Januar. Bei Juve besteht allerdings durchaus Druck zu handeln, vor allem im zentralen Mittelfeld. Dort fehlen aufgrund einer Dopingsperre Superstar Paul Pogba und aufgrund eines Wettskandals Nicolo Fagioli länger. Gleichzeitig bringen sich auch andere Vereine in Stellung für Koné. Eine Gesamtsituation, die die Bianconeri dazu nötigen könnte, an ihre finanzielle Schmerzgrenze zu gehen. Mit der SSC Neapel hat jetzt auch noch ausgerechnet ein Ligakonkurrent die Fühler ausgestreckt. Der amtierende Meister hat Kontakt zur Koné-Seite aufgenommen. Ein Abgang vom Niederrhein könnte sich also tatsächlich anbahnen. Unvorbereitet sind die dortigen Kaderplaner um Roland Wirkus aber nicht. Für den Fall, dass Koné seine Zelte in Mönchengladbach abbrechen wird, ist man gewappnet. Mehrere Kandidaten stehen als Nachfolger bereit. Jory Chotard vom HSC Montpellier gilt als Favorit. Pape Gay von Olympique Marseille und Ibrahima Sissoko von Racing Strasbourg stehen ebenfalls auf der Liste. Mit den vielen Koné-Millionen ist ein Nachfolger jedenfalls locker zu finanzieren. Der Vertrag von Nadiem Amiri läuft im Sommer aus. Aufgrund zahlreicher potenzieller Abstellungen für den Afrika-Cup will Bayer Leverkusen den Mittelfeldspieler eigentlich nicht im Januar abgeben. 2 Interessenten aus der Ligue 1 wagen jetzt trotzdem einen Angriff. Olympique Lyon und Olympique Marseille bemühen sich um einen sofortigen Amiri-Transfer. Marseille hatte schon im Sommer versucht, Amiri zu verpflichten. Eine Einigung zwischen den Franzosen und dem 27-Jährigen hat sogar schon bestanden. Am Ende ist der Deal aber doch noch geplatzt, weil sich Marseille nicht über die Playoffs für die Champions League qualifiziert hat. Damals waren 6 Millionen Euro Ablöse im Gespräch. Bei Bayer wird man nun abwägen, was mehr Sinn macht. Wir werden im Winter Stand jetzt keine Spieler abgeben, sonst müssen wir welche holen, hat Geschäftsführer Simon Rolfes vor wenigen Tagen noch gesagt. Zwar könnte Leverkusen für Amiri ein letztes Mal eine Ablöse einstreichen, die wäre aber wohl nicht hoch genug, um einen adäquaten Ersatz zu verpflichten. Amiri selbst ist offen für einen Vereinswechsel. Am Ende haben aber Simon Rolfes und Co. das letzte Wort. Die Verletzung von David Alaba hat Real Madrids Pläne heftig ins Wanken gebracht. Dass nach Eder Militao und Thibaut Courtois ein weiterer Stammspieler mit einem Kreuzbandriss langfristig ausfällt, ist mehr als nur Pech. Um auf den Ausfall des Österreichers zu reagieren, schauen sich die Königlichen auf dem Transfermarkt um. Dabei kommt jetzt ein Name ins Gespräch, der wahrscheinlich nicht jedem geläufig ist. Als kurzfristige Notlösung könnte Mario Gila zu Real Madrid zurückkehren. In Spanien wird berichtet, dass der Name des Innenverteidigers von Lazio Rom aktuell in Madrid diskutiert wird. Gila hat von 2018 bis 2022 das Trikot der Blancos getragen, kam dabei aber nur für die U19 und die Castilla zum Einsatz. Für die Profis im Bernabeu durfte er in 2 Spielen nur 23 Minuten ran. Der Vorteil wäre, dass Gila keine Anpassungsschwierigkeiten hätte. Zudem ist sein Marktwert nicht sonderlich hoch.
Er ist vor 1,5 Jahren für schlappe 6 Millionen Euro zu Lazio gewechselt. Eine Rückholaktion wäre deshalb günstiger als die Verpflichtung eines höherklassigen Verteidigers. Denn Real besitzt auch noch 50% der Transferrechte. Unter Trainer Maurizio Sarri hat sich Chila zum Stammspieler entwickelt. Für Lazio stehen schon 20 Profieinsätze zu Buche. Chila ist allerdings noch bis 2027 an Lazio gebunden. Nur wenn die Italiener mitspielen, wäre ein Transfer im Januar möglich. Can Uzun ist eine der größten Entdeckungen der aktuellen Saison. Der Stürmer ist der Senkrechtstarter in der zweiten Liga. In der laufenden Spielzeit hat er schon 12 Torbeteiligungen gesammelt. Kein Wunder, dass der türkische Fußballverband und auch der DFB um das große Talent ringen. Aber die beiden Nationalverbände sind nicht die einzigen, die aktuell um Uzun kämpfen. Auch der FC Bayern und Borussia Dortmund kommen sich mal wieder in die Quere. Die beiden Spitzenclubs wissen genau wie Nürnberg, dass Uzun über die Saison hinaus nicht zu halten sein wird. Für den Club kann es deshalb jetzt nur noch darum gehen, die maximale Ablöse für Uzun herauszuholen. Von mindestens 10 Millionen Euro ist die Rede. Das wäre ein vereinsinterner Rekordverkauf. Neben Dortmund und den Bayern werben auch weitere Interessenten um Uzuns Dienste. Vertreter des FC Sevilla haben sich bereits mit dem Berater und der Familie des Youngsters getroffen, um sie von einem Engagement in Andalusien zu überzeugen. Noch spannender aus Sicht der Bundesliga-Fans? Auch die Bayern und Dortmund haben dasselbe wie Sevilla getan. Wohin es Uzun ziehen wird, ist aber noch völlig offen. Klar ist nur, angesichts des großen Interesses der beiden deutschen Branchenführer hat Uzun die berühmt-berüchtigte Qual der Wahl. Kaum ein Tag vergeht, an dem es keine News zu Alphonso Davies und einem möglichen Wechsel zu Real Madrid geht. Der FC Bayern versucht weiterhin, den sauschnellen Linksverteidiger langfristig zu binden. Bisher ist es aber noch nicht zu einer Vertragsverlängerung gekommen. Gestern haben wir euch schon etwas zum möglichen Nachfolger von Davies erzählt. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut gerne nochmal in unser Video von gestern rein. Wir verlinken es euch oben rechts auf dem i. Aber zurück zu Davies. Die Bayern haben dem Kanadier jetzt einen neuen Vertrag vorgelegt. Rund 10 Millionen Euro könnte Davies künftig in München verdienen. Bisher streicht der 23-Jährige 8 bis 9 Millionen Euro ein. Eine kleine Gehaltserhöhung würde man an derselbener Straße also absegnen. Aus dem Lager des Nationalspielers gibt es aber Forderungen in Höhe von 13 Millionen Euro. Da liegen die beiden Parteien noch weit auseinander. Dennoch ist es nicht unmöglich, dass sich Davies und die Bayern noch einigen werden. Ein Wechsel zu Real würde Davies nämlich auch keine großen Sprünge ermöglichen. Im Gegenteil, die Marca schreibt, dass Davies Bayern im Transfer zu den Königlichen auf Geld verzichten müsste. Nun muss Davies entscheiden, was ihm wichtiger ist. Kontinuität und ein etwas praller gefülltes Bankkonto beim deutschen Rekordmeister? Oder ein neues Abenteuer in Madrid in einem Team voller Superstars? Eins ist sicher, dieses Thema wird uns auch in den kommenden Wochen noch beschäftigen. Mit einem Sieg im Stadtderby gegen West Ham United kann der FC Arsenal wieder auf Platz 1 klettern. Trainer Mikel Arteta sorgt sich dennoch um die Kadertiefe und blickt beim Thema Neuverpflichtungen in die Bundesliga. Nach dem 2:0-Sieg Mitte Dezember gegen Brighton & Hove Albion hat Arteta seinen Wünschen deutlich Ausdruck verliehen. Wir brauchen neue Spieler, hat es der Spanier auf den Punkt gebracht. Vor allem die Defensive bereitet Arteta Kopfzerbrechen. Und da würden sich die Gunners gerne in Deutschland bedienen. Wie The Athletic berichtet, gehören Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund und Matthijs de Ligt vom FC Bayern zu den langfristigen Transferzielen. Arsenals Trainerstab bewundert den niederländischen Innenverteidiger de Ligt. Der wiederum weckt auch Begehrlichkeiten bei Real Madrid, wie wir euch in unserem Video vom Dienstag bereits ausführlich erklärt haben. Ein dicker Transferangriff der Gunners ist also in Arbeit. Womöglich ist dieser aber im Winter nicht zu realisieren. Im Sommer könnte es dann aber anders aussehen, denn sowohl Schlotterbeck als auch De Ligt sind noch bis 2027 vertraglich gebunden. Und sie werden bei ihren Vereinen dringend gebraucht. Denn sowohl der BVB als auch die Bayern sind wahrlich nicht mit vielen Abwehrspielern gesegnet. Bei einem Vorstoß im Januar müsste Arsenal also einen echten Mondpreis bezahlen. Etwas anders ist die Lage bei Jeremy Frimpong von Bayer Leverkusen. Der offensivfreudige Rechtsverteidiger kann die Werkself für festgeschriebene 40 Millionen Euro verlassen. Diese Klausel gilt aber erst ab Sommer. Arsenal beobachtet den 23-Jährigen schon lange intensiv. Gut möglich also, dass der Londoner Club schon im Januar Nägel mit Köpfen machen will und ein Angebot oberhalb von Frimpongs Ausstiegsklausel reinflattert. Arsenals Pläne sind gewaltig. Die Gunners planen einen echten Mega-Angriff auf die Bundesliga.
Ob De Ligt, Schlotterbeck und Frimpong den Avancen der Engländer erliegen und anbeißen, wird sich noch zeigen. Glaubt ihr, dass sich Arsenal einen der drei Bundesliga-Stars schnappt? Oder gehen die Gunners bei Frimpong, De Ligt und Schlotterbeck leer aus? Schreibt uns euren Take unten in die Kommentare. Das waren unsere Kick-News für heute. Bevor ihr abhaut, lasst gerne noch ein Like da und bleibt wie immer stabil. Wir hören uns morgen wieder.